ist eigentlich ein guter Moment, um auch was zu sagen, da das Editing jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden ist. Also wie wir uns begegnet sind, war ja eher, wie es heutzutage ist, digital. Wer hat Lust, daran mitzuarbeiten? Wir kannten uns vom Sehen, aber kannten uns nicht persönlich. Und jetzt inzwischen haben wir wirklich eine freundschaftliche Beziehung auch, weil auch dieses Editing nicht so ist, wie ich es traditionell kenne. Ich komme aus der Unternehmenskommunikation, PR, Journalismus. Man redigiert Texte, gibt Sachen vor, sitzt im Kämmerlein, guckt nochmal drüber. Und das funktioniert bei der Art, wie sie schreibt und auch redigiert werden muss, nicht. Und zwar, wir machen eine Session immer über Skype. Wir wohnen 500 Meter auseinander, aber wir treffen uns per Skype. Mit einem geteilten Bildschirm. Das ist heißt, so gut. Das heißt, es ist nicht, dass ich dann einfach den ausgedruckten Text habe und rübergucke, die Grammatik oder wie auch immer, also so wie man dieses klassische Handwerk lernt, sondern sie liest, und es ist ja wunderbar, wie sie liest, weil schon alleine so, wie sie ihren Text, auch wenn er grammatikalisch vielleicht erstmal holprig ist, kriege ich schon über ihre Stimmung mit, wohin soll der Text gehen und wo muss ich feilen? Und dann ist die Grammatik, die Endungen und die Artikel, das ist dann das Handwerkszeug. Aber dann muss ich ihre Seele treffen, indem dass ich sage, das Wort verstehe ich nicht oder es würde auch kein deutscher Leser verstehen, aber das Gefühl, was du mir jetzt vermittelst. Und dann fangen wir halt an in einem Austausch, es ist dann ein Dialog. Also wir sind dann beieinander, es ist nicht jeder für sich. Und so sind wir da hingekommen und das sind dann, manchmal geht es leicht, manchmal kämpfen wir, sitzen wir eine halbe Stunde an einem Satz und drehen uns, und weil da ist so viel drin und was so leicht klingt und so rüberkommt, das ist unglaublich viel von dem, was sie fühlt. Und dann darf es auch nicht verloren gehen. Ich darf sie auch nicht umbiegen und meine Sprache daraus machen oder meine Worte, sondern es ist immer dann dieses Stück, was das Gefühl transportiert. Und für mich ist das eine unglaublich tolle Arbeit. Also es ist gar keine Arbeit, es ist einfach eine Freude. Und deswegen war auch dann alles egal, wie viel Zeit man verbringt und ob es gut bezahlt ist oder schlecht bezahlt ist, sondern eben etwas Neues, etwas Unkonventionelles und was uns zusammenbringt. Also wir sehen uns ja auch im wahren Leben, aber komischerweise das Zusammenarbeiten machen wir eben mit dem Medium, was in dem Moment am einfachsten klappt. Das Skype-Share heißt das. Übrigens, wir treffen uns Skype und einer von uns teilt seine Screen mit, das andere Screen-Share. Das heißt, wenn einer schreibt oder alles macht, der andere kann es folgen und wir sprechen halt nebenbei. Und ich meine, jetzt 2 Tage waren wir zusammen, die ganze Tage, und wir haben nicht gearbeitet, weil wir wollen unsere Bildschirme zu Skype, um zu arbeiten. Und ich nutze jetzt diese Zeit aus. Ich werde von 2 Copy-Editor unterstützt. Die andere ist Melanie Ellermeier. Sie war bei der Vernissage hier, wollte heute auch dabei sein, aber konnte nicht kommen wegen wichtiger Gründe. Und unsere Geschwindigkeit ist ungefähr, pro Stunde schaffen wir eine Seite. Und jeder Text, ich meine, pro Stunde schaffen wir eine Seite. Und die zweite Person, die das liest, schafft ungefähr pro Stunde 1,5 Seiten. Das ist ungefähr, das, ja. Und wir gehen über jeden Text 2-mal durch. Und das habe ich halt nicht gewusst am Anfang. Ich habe gedacht, ich schreibe und das ist da. Und ich will aber jetzt auch nicht schneller sein, weil genau diese Arbeit verdammt wertvoll ist. Ich meine, da in diesen Gespräche kommen ja auch auf die Ideen und wo ich denke, ah ja, das ist nicht deutlich genug drin, das muss jetzt auch noch mit Einsatz da reinkommen. Und dieser Einsatz, wenn man da reinschreibt, dann haben wir so oft die Momente, wo wir sagen, gemacht, ja, jetzt können wir weiter. Und das ist sehr, sehr wertvoll für mich. Danke. Wir haben gestern im Vorgespräch auch kurz gerätselt, ob vielleicht genau dieser Prozess eigentlich das ist. Also wie wichtig ist das Buch nachher wirklich und wie wichtig ist diese ganz intime Arbeit, die ja auch schon wieder irgendwie was Bluesiges hat, zusammenzusitzen und diese Texte fein zu schleifen. Was ich zu Ihnen noch sagen wollte, dem Herrn, der den Blues genossen hat, ja. Das ist, muss ich kurz ein persönliches Statement, für mich ist Kunst wichtig, weil sie uns ein Angebot macht, unsere eigene Sehnsucht wieder zu entdecken. Und das ist das, was ich an Nell so schätze, dass sie das auf eine sehr, sehr vielfältige Art und Weise macht.
Damit habe ich jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, aber ich würde trotzdem noch mal kurz darauf zurückkommen, auf dieses Thema. Was ist eigentlich die Kunst von Ninel Chan? Das war jetzt ein neuer Abschnitt. Nicht? Ja, das aber das ist irgendwie so gerade ganz harmonisch rübergeflossen. Also man denkt ja in klassischen Kategorien und die könnten dann sein, das ist eine Architektin, das ist eine Tänzerin, eine Performerin, eine Musikerin, eine Schriftstellerin, eine Aktivistin, eine Forscherin und was weiß ich noch alles. Es ist eine Wandererin, wie ist das richtig gegendert, wer weiß das? Also eine Wandererin, also ein weiblicher Wanderer zwischen den Welten, eine Kosmopolitin. Und dann haben wir uns im Vorgespräch auch gefragt, gibt es da eine Linie? Gibt es da eine Klammer? Gibt es da was, wo man sagt, ja genau, das ist trotzdem alles irgendwie getragen von demselben Moment, von derselben Sehnsucht, von demselben Bedürfnis, von demselben, was man gefunden hat oder finden will. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Kunsthistoriker, so nachhinein. Ich würde sie vorstellen. Natürlich frage ich mich auch immer wieder und dann denke, und weil ich ja auch erfolgreich sein will. Ich brauche auch Geld. Irgendwie muss ich ja auch was essen.